Genau. Und damit hallo und herzlich willkommen. Und wir sind hier schon gleich in Action. Falsch, Parker, halb so wild. Ja, manchmal kann das ein bisschen unübersichtlich werden. Ich mag das ehrlich gesagt ein bisschen aufhaben. Ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Das brauchen wir nicht machen, der muss ja verhaftet werden. Ein Autounfall kann das Pferd aufnehmen. Da oben. Katze im Baum. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht, dass sich hier alles bündelt. Ready for action. 10-4. Reporting. We have an aggressive individual here. Ja, ja, ja. Wir sind schon unterwegs. Receiving. In pursuit. Returning to base. 10-4. Okay, also das kannst du natürlich vergessen. Wo ploppt denn hier alles auf? Eine Bombe. Zurückgelassenes Paket, da können wir die vielleicht brauchen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, das geht jetzt doch sehr flott, dass wir hier nichts übersehen. Wir bewegen jetzt auch Einheiten, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Fall gelöst. Hier unten ist noch einer. Ein Autounfall. Wow. Ich würde gerne sehen, wo die reinploppen. Das wäre ganz cool. 112, what's your emergency? Where are you? You're joking. You're joking. Der ist besoffen, right? Oder? I'm not telling you that. Are you there? Are you in danger and can't talk? No. I need you to admit it. You killed him. You want me to admit what? To being responsible for his death. Are you there? I didn't do it. I have no idea what you're talking about, sir. Oh, you sure do. Fucking coward. Starting chase. Okay. Der hat's auf mich abgesehen, kann das sein? Wir sollten ein bisschen aufpassen. Ist sehr viel hier im Süden los, ne? Ein Exhibitionist. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das sieht gut aus. Ready for action. On my way. We're done here. Going back to base. Okay, da brauchen wir eine Polizeieinheit. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Ruhe walten lassen. Alter Verwalter. Du gehst da gleich hin. Okay, okay, das macht mir ein bisschen Sorge. Hier läuft alles, ne? Okay, die sind auch fertig. Okay. Ja, so langsam kommen wir hier rein ins Spiel. Ups, das ist gezuckelt. 112, what's your emergency? Hello.
My friend wants to drive drunk. Aufhalten? Was ist passiert? Wieso? Have you tried stopping him, miss? Of course I did. He doesn't listen to me at all. Can you hide his keys? He's holding on to them. He won't let me take them. Keep talking to him, miss. About what? No, hey! Ist doch egal. Stop! Beschäftigen. He's going to the car. Where are you, ma'am? Maybe you should call him a taxi. A taxi? Oh, I haven't thought of that. I'll try. Thank you. Ich bin trotzdem mal sehr gespannt, was hier rauskommt. Awaiting further orders. Roger. Receiving. Roger. We're done here. Case resolved. Da brennt es. Roger. Case resolved. Sehr gut, Fall haben wir gelöst. Case resolved. Awaiting orders. So, sehr gut. Falsch parken kann das Pferd sich drum kümmern. Das hört sich irgendwie falsch an, aber egal. Gebrochene Knochen, okay. Awaiting orders, 10-4. Awaiting further orders. So, da darf so ein Wagen hin. Ja, ich würde sagen, das läuft hier. Da wird die Polizei benötigt. Da brauchen wir nochmal eine Rettungseinheit. Haben wir gerade eine, die hier irgendwo rumsteht? Ja, könnte man vielleicht mit dem Motorrad machen. Wir gucken mal. Ready for the chase. Ja, wir sind jetzt gut aufgestellt. Also jetzt sind wir wirklich gut aufgestellt. Ready for action. Roger. 112, what's your emergency? Hello. Hello. I would like to report something. Ja, was denn? Where are you, sir? At the warehouses near... Can you specify where you are? Yes. I see a big container for a waste like him. What would you like to report, sir? There is someone. A body. Can you tell if this person is alive? He's not injured. He's dead. Definitely dead. How are you so sure? There's no way he'd survive something like this. Did you know the victim? No one knew him. I mean, he looks so abandoned. What do you mean? He was already dead inside! There's always hope. Suicide's not going to bring you gold, sir. Will you let me help you? It's not! I'm fucking lost! She's invisible! I need help! We need going a medic here. Ja, wir müssen da jetzt ein bisschen Attacke machen. Operator? Roger. Der muss dahin. Dann soll der dahin. On my way. Du musst dahin. Alter Falter, hier müssen wir auch noch gucken. Es ist jetzt ein bisschen hektisch geworden in der Zeit, wo wir
Ja, in der Zeit, wo wir halt jetzt Telefonat hatten. Da ist es ein bisschen hektisch geworden, weil man nicht mehr alles auf dem Schirm hat. Und jetzt müssen wir natürlich warten und gucken. Ready for action. Operator? 10-4. Going there. Du gehst dahin. Reporting. Going there. Also ich glaube, es läuft trotz allem ganz gut. Reporting. Roger. Returning to base. Operator. Ready for the next case. Da müssten wir verhaften. Going back to base. Jetzt müsst ihr mal gucken. Ready for action. Das läuft. Und immer wenn ich das sage, ploppt es auf. So nach dem Motto, ich gib's dir noch. Awaiting further orders. We'll get them. Ready for action. We have an aggressive individual here. Going back to base. 10-4. Going to the next case. Okay, wir haben aber keinen freien. Awaiting further orders. Operator? Suspects in custody requesting transport. So, der geht dahin. Da wird auch ein Transport benötigt. Ja, wir müssen mal gucken. Wir benötigen nur noch Transporter. Und dann haben wir's. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ach, das Spiel macht Spaß. Ready for next case resolved. My partner and I already took care of that earlier today. Ah, ich benötige aber einen richtigen Rettungswagen jetzt. Returning to base. Going there. Awaiting orders. Der fährt dahin. Receiving. Awaiting orders. Reporting. 10-4. Gut, das wäre das Einfachste gewesen. So, und ich glaube, wir haben's. Alles ist gelöst, alles ist perfekto. Aber wo ist der Anrufer? Ich sehe hier nichts. Wo soll der Anrufer sein? Ach so. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin so glücklich. Und wieder mal Kohle gemacht und alles befördert. Ach, ist das schön. Neue Stadtviertel. 28% der Kampagne. Alter Verwalter. Jetzt wird's aber krass. Tegel. Ah, wir haben den Flughafen jetzt mit drin. 3 neue Nachrichten. Gasleck. Ja, natürlich kein Licht einschalten, das ist klar. Das führt zur Explosion. Das braucht man natürlich nicht sagen. Das Ruckeln ist jetzt einfach, weil... Ja, ich weiß auch nicht. Liegt wahrscheinlich ans Spiel. So, dann gucken wir mal in den E-Mails. Neues Viertel, wunderbar. Hitzewelle, wir haben Sommer, bla 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 bla. Also wir werden definitiv mehr Feuerwehren und alles brauchen, glaube ich, soll das heißen. Wetter, ein Ausrufezeichen. Ja, das ist ja fast noch normaler Sommer. Aber sehr trocken. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir mit den Einheiten umgehen. Aber wir haben halt auch nicht mehr. Aber wir werden in der nächsten Folge uns mal damit befassen und mal gucken, was so möglich ist. Ich bin mal gespannt. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid. Wir gucken mal, wie sich das dann da alles so ausgeht. Und ich hoffe, dass es nicht auch zu häufig brennt. Also bis dahin, würde mich freuen, wenn ihr da seid und sage ciao.